Wir setzen uns im Laufe der Klausurtagung mit dem Thema Urbanität auseinander, auch mit allen Folgen der Aktualität, der aktuellen Flüchtlingsbewegung. Die größte Herausforderung im Augenblick für die Kommunen ist, wie wir das Thema Flucht und Vertreibung bewerkstelligen. Da sind ganz viele Menschen ganz toll unterwegs und viele Kommunen auch. Und das ist ein Stück weit die Möglichkeit, sich auch wieder auf das zu besinnen, was wirklich ist. Nämlich gibt es Werte, einen Wertekanon, der uns eint, was gutes Zusammenleben betrifft, oder regen wir uns lieber jeden Tag über jeden Scheiß auf? Und damit beschäftigt sich die SPD-Landtagsfraktion nämlich mit Fragen, was ist Chancengerechtigkeit, was ist Teilhabegerechtigkeit. Und insbesondere ist natürlich auch das Thema Integration etwas, was uns hier bei dieser Klausurtagung befassen wird. Denn das, was wir im Moment erleben an Herausforderungen der Erstaufnahme und der Erstintegration, ist natürlich nur der erste Schritt. Deshalb fordern wir als Sozialdemokratie auch ein Integrationsgesetz in Bayern als Grundlage für eine geregelte, klar geregelte Willkommenskultur. Dazu gehört natürlich insbesondere die Förderung der deutschen Sprache. Diese ist die Grundbedingung und Grundvoraussetzung für Integration. Dazu gehört aber auch, dass Migrantinnen und Migranten perspektivisch die Möglichkeit haben müssen, am demokratischen Miteinander selbst teilzuhaben und selbst mitzuwirken. Ist Wohnen ein Grundrecht, ja oder nein? Und natürlich ist es eins. Mit manchen von Ihnen habe ich schon im Vorfeld dieser Klausurtagung über die Notwendigkeit gesprochen, dass wir mehr als 100.000 neue Wohnungen innerhalb der nächsten 5 Jahre im Freistaat Bayern benötigen. Wir brauchen hier neue Impulse. Und mit der Frage, wie wenden wir bei menschlicher Zuwendung das an, was für uns selber gelten soll? Das geht für Kinder, die Schutz brauchen, für ältere Menschen, die in Würde alt werden wollen, aber eben auch für Menschen, die auf der Flucht sind oder vertrieben werden. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Themen in den nächsten 3 Tagen hier in Regensburg gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, aber auch mit anderen Gästen besprechen können.